Ich brauche einen Sonnenschirm, weil ich so geschwitzt so ist der ganze. Oh ja, ja. Aber jetzt wird es eh schlecht. Jetzt kann ich meinen schönen Mercedes-Schirm weggeben. Den habe ich in Tschechien gekriegt beim Mercedes-Treffen in Polin, wo ich heuer schon bei einem Mercedes-Treffen war. Ja, ich bin die Herbie Kürner aus Wels in Oberösterreich. Wird immer gefragt, wo ist Wels in der Nähe von Linz? Bin mit meinem Oldie hier. Das zweite Mal und mein Oldie ist seit 60 Jahren im Familienbesitz der Familie Kürner. Mein Mann hat ihn 1964 gekauft. Ich habe ihn 1969 geheiratet. Vor 6 Jahren ist er leider verstorben, aber mein Oldie ist mir geblieben. Und in den letzten 5 Jahren bin ich mit ihm durch ganz Europa unterwegs. Er wurde 2015 General überholt, er ist nach wie vor original, ist ein Mercedes W15, Baujahr 1931. Ich habe die Geschichte vom Mercedes-Archiv bekommen am 13. September 1931, also in dem Monat, als der W15 in der Pariser Automobilausstellung vorgestellt wurde, ist mein W15 in Produktion gegangen. War dann Ende September fertig, ist dann gestanden und im Februar 1932 ist er nach Wien verkauft worden. Die Papiere sind alle vorhanden. Dann verliert sich die Spur und mein Mann hat den Busbetrieb gehabt und ist 1964 von Italien heimgefahren und hat in Kärnten das Auto in einem Gartenstein gesehen und hat gesagt, ob er zu verkaufen ist, hat ihn um 1000 Schilling gekauft. Und die Dame hat gesagt, sie braucht nur eine neue Batterie für ihr neues Auto. Und so ist er nach Wels gekommen und seither in der Familie. 1970 hat er eine Motorrenovierung bekommen und Sitze überzogen und lackiert. Und bis 2015 sind wir in Originalzustand gefahren, aber natürlich nicht viel, nur mit blauen Nummern bis 2000. Und da haben wir ihn dann typisieren lassen. Und seither läuft er mit mir rund quer, kreuz und quer durch Europa. Ja, das war die Geschichte. Heute bin ich da beim 170er-Treffen zum zweiten Mal. Und es ist schön, dass man immer wieder Gleichgesinnte findet. Ich war heuer schon auch in Polen bei einem großen Mercedes Star-Drive in Kielce. Ich war in Kolín in der Tschechischen Republik bei einem Mercedes-Treffen. Also ich bin fest unterwegs und bin mit ihm voll zufrieden und er bringt mich überall hin. Er kriegt in der Früh seine Streicheleinheiten und dann fährt er. Genügt. So, das ist unser W15 namens Kurt, benannt nach seinem Vorbesitzer. Gefunden haben wir ihn zufälligerweise in Stuttgart, waren gar nicht aus, so ein Auto zu kaufen, aber der lief uns praktisch über den Weg und dann haben wir ihn auch mitgenommen. Und nach langer Recherche haben wir auch den Vorbesitzer noch ausfindig gemacht. Der hatte das Auto damals mit 24 in Ulm bei uns aus meinem Heimatort vom Schrottplatz geholt und damals wieder aufgebaut. Und von so her haben wir zumindest mal diese Geschichte. Und wir fahren relativ viel mit dem Auto, im Jahr so 2.000, 3.000 Kilometer auf jeden Fall. Haben ihn aber jetzt erst seit 2 Jahren und verbessern ihn ein bisschen. Und jetzt sind wir zum zweiten Mal hier in Haigern und freuen uns, viele Gleichgesinnte zu sehen. Also, ich heiße Christian Braungart, komme aus Werdau, das ist in Sachsen, bei Zwickau. Das ist eine 170 V Cabrio-Limousine und Baujahr 1938. Wurde frisch aufgebaut,
und ist in dem Zustand, wie er jetzt so ist. Den haben wir 10 Jahre. Also, denke ich auch, um die 10 Jahre wird passen. Ja. Und hat auch schon schwere Zeiten hinter sich. Er ist im Juli 2016 abgebrannt, nach dem Treffen an den Sonntag zu Hause. Ja, weil ich einen neuen Kraftstofffilter, den ich eingebaut habe, der kaputt war. Aus dem Lager, kommt selber aus der Werkstatt. Und lassen los und fängt Feuer. Im kalten Zustand. War undicht, gell, und hat rausgepumpt. Aber, ich bin jetzt lange gebrannt. Das Blech haben wir wieder alles gerichtet und alles wieder frisch hergerichtet. Und ein Jahr später ist er wieder gelaufen. Innerhalb von einem Jahr. Also ein knappes Jahr. Hast du das Holz gebrannt oder hast du das runtergebracht? Super, Dankeschön.